Hallo liebe Zuschauer zu einer neuen Sendung von Open Air Intim. Ich bin heute hier mit Tatjana Page Müller, die ganz frisch gebacken aus Los Angeles zurückgekommen ist. Und Tatjana ist eine Schauspielerin. Seit 11 Jahren bist du in der Branche unterwegs, mehr oder weniger auch erfolgreich, mit Höhen und Tiefen, wie man es so nennt. Schön, dass du da bist. Du bist aus Frankfurt heute hierher geflogen, nach Berlin. Ja. Was mich am meisten interessiert und wahrscheinlich auch unsere Zuschauer, wenn eine Schauspielerin im Ausland oder auch hier in Deutschland sich bewirbt für eine Rolle, brauchst du ein Showreel oder Fotos, gutes Material, um dich zu präsentieren. Was ist denn oft die Schwierigkeit, um überhaupt das Material zu erstellen? Und um wirklich echt und authentisch rüberzukommen, kannst du uns das kurz erklären? Das ist ganz vielfältig. Also erstmal ist es schwierig, Fotos zu machen. Ja, also meine Agentin hat immer gesagt, du siehst viel jünger aus auf den Fotos als im wahren Leben. Toll, ja. Also man kann im Foto ja den Menschen nur in dem Moment einfangen. Das ist einfach schwierig, wenn er dir dann persönlich gegenübersteht. Und beim Showreel ist es ähnlich. Du hast entweder Szenen, die du spielst, ja, die müssen dann qualitativ total hochwertig sein, weil sonst, wenn Caster das angucken und da stimmt das Licht und der Ton nicht, kannst du dir einen Wolf spielen, dann sagen sie gleich, nee. Und es gibt ja auch nicht wirklich dich wieder. Es gibt einen Teil von dir wieder, aber nicht deine Persönlichkeit. Also ich finde beides total schwer. Glaubst du, dass das sich ändern müsste oder dass es dass man neue Wege gehen muss, um andere Videos vielleicht auch zu machen, die man einreicht, dass man das Gefühl hat, man hat mit einem Menschen zu tun, weil die Rollen, die man ja darstellt, man will natürlich sehen, welche Qualitäten hat denn dieser Künstler oder die Künstlerin. Wie ist das für dich, wenn du jemanden siehst, im Showreel zum Beispiel? Dann weiß man aber nicht, ob der sich am Set unmöglich verhält, ob er zuverlässig ist oder eine Zicke ist oder wie auch immer. Wie, wenn du in Los Angeles mit Deutschland das mal vergleichst, ist es dort einfacher oder schwerer? Sind die da irgendwie perfektionistischer oder gucken die da noch mehr oder sind die genauer? Erzähl mal ein bisschen darüber. Also es ist genauso schwer, würde ich sagen, weil der Markt einfach boomt natürlich, da wie hier auch. Aber die sind offener. Also man hat nicht die Vorgabe, du musst Fotos, du musst ein Showreel haben, du musst Fotos haben. Ja, du musst ja irgendwie präsent sein, die Leute müssen dich ja sehen. Aber die laden dich zum Casting ein, die wollen nicht wissen, wo hast denn du gespielt, wie ist denn dein Name. Ja, du musst kein Big Name irgendwie in der Branche sein. Wenn du es bist, dann bist du es halt. Ja. Und die Deutschen sind dann leider doch so, immer dieselben Leute werden besetzt. Ist das so? Ja, ich finde schon. Vitamin B? Oder nee, wie nennt man das? Ich glaube, bestimmt auch. Aber ich glaube, da kommen auch, es gehört auch Glück dazu. Ja. Also du hast Glück, du hast Vitamin B. Aber... Warum wolltest du unbedingt nach Los Angeles? Ja, genau aus dem Grund, dass ich denke, die sind irgendwie offener, da ist irgendwie was zu holen. Ja. Da kannst du, egal wie alt du bist, kannst du, also Alter ist hier ja auch ein Punkt, hier wird ja nur nach Geburtsjahr gecastet. Ja. Dann suchen sie irgendjemand um die 35 und dann geben sie ihre Jahre ein von bis und das war's. Ich dachte, in Amerika ist es noch extremer, wenn man jetzt nach Hollywood geht, eine 43-Jährige, also ich hätte da wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Das ist ja genau das Ding, ich habe das auch gedacht und irgendjemand sagte zu mir noch, du gehst nach L.A., bist du noch unter 30? Und mich eine Nacht total drüber aufgeregt und kam dann auch da an und war in diesem Programm, was ich gemacht habe, natürlich die Älteste und habe erstmal Krise gekriegt. Ja. Die waren alle so weniger Anfang 20, aber so Mitte 20 bis so 33, ja, 34 und ich so, super, ich bin hier die Oma, ja, ganz toll. Aber der Erfolg hat sich noch nicht so richtig eingestellt. Nee. Das ist, aber das hat nichts mit dem Alter zu tun. Entschuldige, dass ich das jetzt so sage. Es gibt natürlich immer so kleine Möglichkeiten oder so Hoffnungsschimmer, die man da so erhascht, wo man sagt, oh, da bin ich jetzt eingeladen, da gehe ich jetzt hin. So richtig hat es aber noch nicht funktioniert. Du bist jetzt zurückgekommen nach einem Jahr Versuch. Ja, ja, genau. Was ist passiert? Also das Komische war, ich habe ganz viele Castings innerhalb kurzer Zeit bekommen und auch ein paar kleine Jobs gemacht. Also das lief dann irgendwie. Ich bin dann zurück im Sommer, Bruder hat geheiratet, was weiß ich was, und wollte mein Visum beantragen für die Staaten. Und das ist das Problem. Warum? Weil, aus ganz vielen Gründen. Also A, wollen die alles Mögliche sehen an Unterlagen. Es kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Ja. Ich habe das irgendwie alles beigeschafft, bis auf ein Blatt Papier. Das mir immer noch fehlt. Ja. Und dieses Blatt, das war so im Kommen, dann ist es wieder gegangen. Was für ein Blatt fehlt dir? Es ist einfach nur eine Bestätigung von einer Produktionsfirma oder einem Regisseur, der mich über 3 Jahre verpflichtet. Ja. Und die Einwanderungsbehörde, die wissen genau, das ist sowieso 99% finden da gar nicht statt, aber die wollen dieses Blatt Papier. Da drüben hat aber jeder Angst, irgendwie verklagt zu werden und ist da mit diesen Sachen ganz vorsichtig.
wenn ich dich so anschaue. Ich finde, du bist eine wunderschöne, schlanke, tolle Frau. Ich habe Fotos von dir gesehen. Kracher. Irgendwas scheint ja trotzdem noch nicht zu reichen. Glaubst du, dass es sind ja nicht immer nur die äußeren Umstände, die schuld sind. Inwieweit glaubst du, dass es auch mit dir oder deiner Ausrichtung zu tun hat, dass mit deiner Einstellung zum Erfolg vielleicht auch zu tun hat? Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit äußeren Umständen zu tun. Ich glaube, das hat nur was mit der inneren Einstellung zu tun. Ich habe jetzt nur vorsichtig gefragt, weil ich nicht wusste, inwieweit du das verstehst, was ich meine. Aber verstehen wir uns. Auf jeden Fall, das hat nur was mit der inneren Einstellung zu tun. Und ich habe gemerkt, so in Vorbereitung auf L.A., ich hatte so meinen Fokus, ich hatte mein Ziel und ich habe auch nicht groß gedacht, das lief alles. Ja. Und als ich dann da drüben war, beziehungsweise als ich nach dem Sommer wieder zurück bin, da hatte ich nur die Angst, oh, ich habe kein Geld mehr, ich brauche dieses Visum, sonst kann ich da nicht bleiben. Meine Wohnung in Berlin ist gekündigt, ich habe überhaupt keine Möbel mehr, ich habe nichts mehr. Ja, du musst es jetzt irgendwie machen. Muss ich denn sterben, um zu leben? Ja, das genau. Das denke ich gerade. Dann muss ich erst alles verlieren, um auf, also wie so, wie nennt man das, diesen aus der Asche? Phönix aus der Asche irgendwie wieder aufstehen, indem ich nichts mehr habe. Ja, ja, irgendwie. Also man kriegt, und dann habe ich Panik bekommen. Ich habe dann echt Angst bekommen. Die ganze Zeit war, ach ja, irgendjemand hat mich auch mal gefragt, was ist denn dein Plan B? Hast du einen? Und ich so, Plan B? Was für ein Plan B? Ich brauche doch keinen Plan B. Das funktioniert. Ja. Aber sobald die ersten Schwierigkeiten kamen, hat sich die Angst eingeschlichen und deswegen hat das auch nicht weiter funktioniert. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht das Problem haben, dass sie Angst vorm Scheitern haben. In Wahrheit ist die eigentliche Angst der Erfolg. Wir haben oft Angst vor unserer eigentlichen Strahlkraft, vor unserer Größe, das, was wir wirklich in der Lage sind zu tun. Es gibt Momente, wo wir so heilige Momente, wo wir das spüren und in dem Moment, das ist wie so ein Aufmachen und in dem Moment schließen wir wieder zusammen, oh nee, das ist mir doch zu viel, was ist? Und dann kommen diese ganzen alten Glaubenssätze hoch, wie zum Beispiel, ja, du kannst das sowieso nicht und was willst du mit dem Job und da, Künstler sind sowieso arm oder sind alle irgendwie verrückt oder wie auch immer das ausgeartet ist, in jeder Familie ist das auch anders. Inwieweit ist deine Familie auch Basis gewesen für dich? Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl? Hast du diese Verbindung gespürt, als du da ganz alleine da im Ausland warst, dass dir da was fehlt oder dass du etwas bekommen hast, was andere nicht haben? Was ist da bei dir deine Erfahrung? Ja, das habe ich wiederholt gemerkt. Ja. Also es ist ja egal, wo du bist, es holt dich ja immer ein. Du hast ja so deine Baustellen und da ist es natürlich wieder bewusst geworden, dass es einfach Sachen gibt, die fehlen, ganz klar. Was denn zum Beispiel in deinem Leben persönlich? Naja, ich habe natürlich auch eine etwas chaotische Kindheit gehabt. Das lief nicht so nach normalem Schema. Na, ja. Wer hat das schon? Wer hat das schon, genau. Aber ich habe eine gute Kindheit gehabt, also keine unglückliche, nur alles etwas anders als bei anderen Leuten. Was heißt denn gut? Ich habe im Freien gespielt, ich war frech, ich bin gut aufgewachsen, ich bin gut erzogen. Die Tatjana, die tut, genau. Tat, ja, genau, Jana, immer schön tat. Frech. Und, ja. Mhm. Das schon, aber ich hatte nie so diesen also Rückhalt. Wer hättet ihr denn geben können, wenn nicht, wir sind natürlich sehr klein und abhängig von der Familie. Genau. Naja, von wem hast du es dir eigentlich am meisten gewünscht und es war nicht Mutter da? Mutter und Vater. Mhm. Wie sieht es bei dir aus mit diesem... Ich glaube, dass Mutter und Vater, wenn die dir diesen Halt nicht geben, früher oder später musst du ihn sowieso in dir finden. Wie gehst du mit Glauben um oder Spiritualität? Ja, es hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, weil genau das ist ja so mit 20 rum, da bist du immer noch sauer auf deine Eltern. Und irgendwann sagst du ja, okay, das reicht jetzt mal, du bist jetzt alt genug, du musst es irgendwie selber hinkriegen. Und ich habe die letzten, oh, ich weiß gar nicht, 3 Jahre würde ich mal sagen, mich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Und ewig viele Bücher gelesen, sodass ich irgendwann als ich aus L.A. zurückkam, hatte ich noch ein Buch und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt kein Buch mehr lesen. Ich weiß jetzt, also ich muss es irgendwie begreifen und verinnerlichen. Aber im Herzen sind immer noch zwei verschiedene Dinge. Genau, aber es wird schon. Ich merke, es wird, aber es ist noch ein Weg. Ja. Aber ich brauche jetzt nichts mehr lesen, weil da steht sowieso überall dasselbe drin. In deinem Namen ist eigentlich so ein kleiner Konflikt so ein bisschen, dieses Tatjana Paige Müller. Total. Ich finde, Namen sagen viel über einen Menschen aus, wenn man den Klang oder die Schwingung von einem Namen mal wirklich sacken lässt. Tatjana ist für mich so dieses männliche Prinzip nach vorne, Erfolg, Gas geben. Ich bin unabhängig, ich schaffe das, ich brauche niemanden. Die Paige ist für mich die eigentlich da drin noch schlummert, die einfach auch fallen lassen kann, die sich einfach dem Leben auch hingibt und vertraut. Und was lebst ist dann Müller? Lebst du die Paige? Die Tatjana lebst du auf alle Fälle, ja, das die, ist klar. Die aber die Paige, ja. die ich jetzt gerade beschrieben habe, die fühle ich ja bei dir auch. Lebst du die wirklich bedingungslos schon? Kannst du annehmen und zulassen?
dass die Dinge, auch Liebe, Komplimente und wirklich doch, das so kann ich. Also das kann ich auf jeden Fall, aber ich gestehe mir keine Schwäche zu. Irgendwie so. Was ist denn Schwäche für dich? Ach Gott, weinen, irgendwie so, oh Gott, jetzt geht's mir ganz schlecht und ich bin nicht gut drauf. Ja. Hast du denn schon mal in einem Interview, zum Beispiel wie jetzt, ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwann vor laufender Kamera geweint hast? Oder nee. Dass du die Kontrolle verloren hast oder irgendwie so diese Selbsterhaltungsgeschichte, also dieses, noch nie passiert? Nee. Also beim Drehen, okay, klar, ne, dann hat man ja auch so seine Methoden und überhaupt, aber noch nie in einem Interview. Was ist dein größter Wunsch, dein größtes Ziel noch für dich? Oh Gott, es gibt so viele Ziele, aber mein, also beruflich ist immer noch mein kleines Mädchentraum, einmal in einem Film von Steven Spielberg. Das ist... Als Paige. Paige Müller. Oh, whatever. Müller. Wie sprechen die das denn? Wie würde das Müller dann klingen? Wir sagen immer Müller. 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 Oder Muella gibt es manchmal auch, aber eigentlich sagen sie Müller. Glaubst du denn ganz tief drin, dass du das kannst? Dass du das, dass das passiert? Ich glaube, dass das daran möglich ist und ich glaube, dass ich das kann, aber ich habe noch Zweifel, wie ich das machen soll. Was hältst du davon, wenn wir einfach dieses Video hier so richtig schön für uns zusammenschneiden und dann schicken wir das irgendwie in die Welt und wünschen uns das einfach. Du, ich habe heute Morgen, das ist ganz lustig, dass ich das jetzt gerade, ich muss mal gucken, ob ich an mein Popo unten meinen Schlüssel rauskramen kann. Und ich habe nämlich heute Morgen auf der Straße was gefunden. Das ist total lustig, dass ich da gerade dran denke. Und das habe ich mir in die Tasche. Das ist ein Schlüssel. Ah. Ein Schlüssel zum Glück, habe ich so gedacht. Den schenke ich dir. Danke. Nimm's jetzt einfach mit. Ich freue mich, dass du heute da warst und dass wir so ein paar Sachen angerissen haben, was ich dir vielleicht noch mit auf den Weg geben möchte. Außer dem Schlüssel. Du bist außer dem Schlüssel total perfekt, so wie du bist. Aber dieses Nicht-Perfekt-Sein, wenn man das zulassen kann, indem man nicht mehr sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht, dann kriegst du diese Rolle. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, alle Zuschauer, die dich heute auch mal so von dieser Seite gesehen haben und nicht nur die, die auf der Bühne steht und immer die tollsten Fotos postet, der Mensch Tatjana Paige Müller, du wirst das machen und ich glaube an dich. Danke. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.